Hallo zusammen. Gestern hat mir mein Musikantenfreund Vicky Reidinga aus den Niederlanden eine große Freude gemacht. Er hat mir Samples zukommen lassen mit Orgelsounds, und zwar Orgelsounds von Versi-Orgeln, Spektra und Helios, also im Sound von Klaus Wunderlich. Die meisten von euch kennen ja Vicky. Er ist in YouTube bekannt unter Dr. Keys. Einen Link habe ich übrigens unten in der Kommentierung angebracht. Und der Ladevorgang dieser Samples ist relativ einfach. Ich habe mir die Set-Datei auf den USB-Stick kopiert. Nun geht es über die Taste Media auf die Seite Load. Und wir haben ja gelernt, wir lassen den Finger von Load weg, sondern wir öffnen diese Datei und wir sehen verschiedene Ordner, PCM-Daten und Sounds. Wir laden die Sounds. Wenn man die Sounds lädt, werden automatisch auch die PCM-Daten, die Multisamples, mit eingeladen. Also Sound, wieder öffnen und hier wählen wir die User 1 PCG an und wieder öffnen. Schon können wir die einzelnen Sounds der Orgeln sehen, also Spektra und Helios. Und nun gehen wir hin und speichern jeden Sound einzeln ein. Also Spektra, Load. Wir suchen jetzt einen freien Speicherplatz, drücken Select. Und ich beginne einfach mal hier auf dieser Seite. Anklicken, mit der Exit-Taste wieder zurück und mit OK bestätigen, Yes. Und das machen wir jetzt mit jedem Sound. Anwählen, Load, Select, einen freien Platz wählen. Ihr seht übrigens, da ist schon unser erster Orgelsound drin. Einen freien Platz wählen. Exit-Taste und bestätigen. Noch ein drittes Beispiel. Datei anwählen, Load, Select, einen freien Platz wählen. Ihr seht, unsere Bank füllt sich. Exit-Taste, Ladevorgang auslösen, bestätigen. Ja, und nach dem Einladen sieht mein User-Bereich folgendermaßen aus. Ihr seht, hier sind die Spektra-Orgeln sortiert und hier die Helios-Orgeln. Ja, und jetzt sind wir gespannt auf das klangliche Ergebnis. Hier einige kleine Hörproben.